Prinz Edward ist der jüngste Sohn der Queen. Er übernimmt zwar royale Pflichten, lebt aber ein relativ privates Leben im Vergleich zu anderen britischen Royals. Seine Chance, auf den Thron zu kommen, ist in Großbritannien ziemlich gering. Denn er belegt den 14. Platz der britischen Thronfolge. In einem anderen Land wäre er aber fast König geworden. Ein ungewöhnliches Angebot erhielt der Prinz in den 1990er Jahren, wie die britische Zeitung The Sunday Telegraph berichtet. Ein europäisches Land bot ihm das Amt des Königs an. Ausgegangen war diese Aktion von Estland. Das Land soll große Begeisterung für die britische Monarchie gehegt und Prinz Edward besonders bewundert haben. Wie bitte? Wer kommt denn auf so eine Idee? So viel man weiß, soll sich eine estländische Monarchiepartei an den Prinzen gewandt haben. Warum gerade der jüngste Sohn von Königin Elizabeth II.? Seine Talente und Interessen sollen für ihn gesprochen haben. Seine Affinität zur Kunst, die Erfahrung als Schauspieler und die Arbeit als Produzent sollen ausschlaggebend gewesen sein, ihm das Amt des Königs anzubieten. Mit Prinz Edward könne die traditionelle Kultur der Monarchie mit der modernen Lebensweise verbunden werden, lautete die Argumentation aus Estland. Die estländische Partei hat wohl großes Potenzial in ihm gesehen, doch überzeugen konnten sie Edward nicht. Aus dem skurrilen Vorschlag aus Estland ist nichts geworden. Das britische Königshaus zeigte sich aber über die Anfrage amüsiert. Laut einem Sprecher der Windsors sei es eine schmeichelnde Idee, aber eher unwahrscheinlich. Eine lustige Geschichte, die, wenn sie Wirklichkeit geworden wäre, fast einem Märchen gleichen würde. Edward wäre somit fast König von Estland geworden. Wie das genau abgelaufen wäre und wie die Bevölkerung darauf reagiert hätte, ist unklar. Jemanden einfach zum König zu ernennen, wäre wohl gar nicht so einfach. Dass dieses Angebot auch eine ordentliche Portion Humor beinhaltete, war wohl auf beiden Seiten klar. Prinz Edward wird so schnell also nicht König werden. Dafür übernimmt er im Namen der Queen wichtige Aufgaben. Seit einigen Jahren widmet er sich mehr als zuvor offiziellen Terminen und setzt sich für zahlreiche gemeinnützige Projekte ein. Bereits Ende der 1990er hatte er mit seiner Frau Sophie die Stiftung The Wessex Youth Trust ins Leben gerufen. Die Organisation, die sich für Jugendliche stark machen, unterstützt. Auch wenn aus dem Jobangebot des Königs von Estland nichts geworden ist, wird dem Prinzen in seiner Heimat auch nicht langweilig. Es scheint, als hätte er allerhand zu tun.